Der Postbote war da, hat vorbeigebracht die Brigitte Box. Heute als Magazin mal wieder Brigitte Woman, das Magazin für Frauen ab 40. Mit 36 Seiten, haltet euch fest, Special, extra Wechseljahre. Ich frage mich irgendwie immer bei der Brigitte Box, ob die eigentlich auch daran, oder ob die sehen, wie alt die Leute sind, weil ich denke, so viele Frauen über 40 werden das wahrscheinlich nicht so eine Monatsbox haben. Und eigentlich sollten sie doch Statistik führen, um wirklich zu sehen, wie alt sind eigentlich unsere Kunden. Und da ist sowas eigentlich nicht so ganz gefragt. Also ich habe jetzt meine Wechseljahre nicht, ich bin 31, ich habe da vielleicht sogar noch ein bisschen Zeit. Aber wir lassen uns überraschen, vielleicht hebe ich das jetzt auch einfach 10 Jahre auf. Wenn ich 40 bin, dann kann ich sagen, ich bin auch vorbereitet mit 36 Seiten Special zu diesem Thema. Das ist die Box, die machen wir jetzt auf. Tada, schauen wir mal, hurra. Soll jetzt nicht so passieren, was da drin ist. Guck mal, das Booklet. Irgendwelche Dinge, Würstle, wir lassen uns überraschen. So, Booklet lege ich mal hier hinten hin. Ach ja, mal Müsli. Ja, ich esse kein Müsli, ist nicht mein Ding. Eine Leseprobe, worauf wir hoffen. Ein vollendeter Roman über Liebe, Familie, Glaube, Freiheit, Reue, Vergebung. Also ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht an Meister Geierwehn, ich glaube an mich, das muss reichen. Und wenn ich nicht an mich glaube, dann glaube ich an den Urknall, das reicht auch. So, jetzt machen wir hier mal schon die Würsteln rein. Wisst ihr, Nettie fährt da total drauf ab, die findet es immer mega gut. Hat jetzt ungefähr gar nichts gebracht, die da reinzupacken, die sind nämlich gerade runtergefallen, weil ich einfach blöd bin. Aber gut, wissen wir ja. Mit was fange ich an? Ich habe mal wieder in Leselbomben bekommen. Das hier sind diese kleineren. Fokussiere. Ja. Ich kriege trotzdem einen Knick davon. Ich bin von den kleinen sowieso kein Fan, weil ich habe jetzt nicht unbedingt dicke Haare und ich habe auch nicht viele Haare, aber das ist nichts, was ich irgendwie kaufen würde oder irgendwas. Es sind drei Styling-Hair-Bobble. Ja. Schenkt mal vielleicht weiter. Dann habe ich hier mal wieder was von Ultrasun. Lichtschutzfaktor 50. Ein Sonnenschutz. Ja, habe ich auch schon gehabt, Family-Sonnenschutz und was weiß ich was Sonnenschutz kann man brauchen. Gerade jetzt im Sommer oder wenn man Cabrio fährt, sollte man sich doch etwas eincremen. Dann haben wir hier von Schäbens zwei Sachen. Einmal das Perfect Skin Beauty Konzentrat. Sowas mag ich immer sehr, sehr gerne. Sowas benutze ich gerne und viel. Und dann haben wir noch... Ich weiß nicht, ob ich es in der Brigitte-Box hatte oder ob es die Barbara-Box war, hier von Schäbens, diese Multimasking mit den drei verschiedenen Sachen. Habe ich, glaube ich, den Monat auch benutzt. Aber gut, kann man brauchen, finde ich gut. Dann habe ich hier von Lacoste, jetzt wird es wieder französisch, Achtung, Purell Sparkling Shower Gel Dusche für Frauen. Steht da irgendwas zum Geruch da drin? Ja klar, nicht in die Augen kriegen, das wissen wir. Also keine Duftbeschreibung. Ich mag ja so Beschreibungen im Übrigen auf Shampoos und sowas immer sehr gerne. Entweder man wird total beleidigt oder man stinkt oder man, was weiß ich, hat total abgefuckte Haare, fertig frittiert, vom Mähdrescher überfahren oder irgendwas. Deswegen, ich lese so Produktbeschreibungen gerne, vor allem bei den Männern. Weil bei den Männern steht immer drauf, du bist der Beste, du bist der Tollste, der V-Schnitt steht dir, du bist der geilste Hengst im Stall. Und bei Frauen wird es halt einfach grundsätzlich irgendwie beleidigt. Aber da steht es leider nichts drin. Oh, das riecht nach Erdbeeren. Das, oh, das riecht gut. Das gefällt mir. Vielleicht auch der Hinweis deswegen, weil es ein bisschen rosafarben ist. Erdbeer finde ich gut. I like. Dann sehe ich hier noch was, was ich jetzt schon mag. Und zwar von Ghoul. Ein Biotin-Komplex mit Baobab-Öl. Baobab. Kennt ihr das noch? Ich drehe völlig durch. Es ist Freitagnachmittag. Ich habe gerade einen Kaffee getrunken und ich bin völlig daneben. Einen tiefen Aufbau-Intensivkur. Jetzt kommt schon wieder für strapaziertes, geschädigtes Haar. Mal gucken, ob ich jetzt gleich beleidigt werde. Nee, hier werde ich gar nicht so viel beleidigt. Verleiht den Haar mehr Widerstandskraft, bla bla bla. Tiefen Aufbauserie benutzen. Erstmal spricht mich die Verpackung ziemlich an. Sie ist rosa, es ist cool. Ich mag cool eigentlich sehr, sehr gerne. Ich kaufe das immer mal wieder. Habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Es ist rosa. Riecht so Baobab.
Also am Anfang, jetzt haltet mich für blöd, riecht es nach alten Zigaretten und dann riecht es nach Bubblegum. Wenn man länger dran schnüffelt, ist es gut, aber im ersten Moment denkst du wirklich, irgendwas läuft falsch. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich da sehr drüber. Finde ich gut. Dann haben wir hier, was ist denn das jetzt schon wieder für eine Firma? Schon wieder irgendwas Französisches, damit ich mich schön zum Affen mache. Polar. Eclat Porol. Crème Lissante. Bla 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 de Sibirne. Keine Ahnung. Northern Light Smoothing Cream. Mit serbischer Olive steht da drauf. Klingt gut, kann ich aber gerade nicht lesen. Sieht so aus. Soll das eine Tagescreme sein oder was? Oh Mann, ich kann es echt nicht lesen. Hey, bla bla, gibt es da was Deutsch? 100% natural. Naja gut, wir werden es nachher in dem Booklet hier lesen. Riechen wir mal dran. Es ist orange. Es riecht nach nichts. Also keine Ahnung, irgendeine Creme. Kann man auch mal brauchen. Dann haben wir von M. Azam. Die Firma hat ja voll den Hype irgendwie gehabt, so mit diesen, ach, mit diesem Make-up-Ding, wo alle total drauf abgefahren sind. Ich habe es noch nie gesehen, ich habe es noch nie getestet. Ich kenne auch keinen, der das getestet hat, aber dennoch freue ich mich hier über eine neue Nachtcreme, weil meine ist fast leer. M. Azam Vino Rose regenerierende Nachtcreme mit Wildrosenöl und Retinol. Wie ihr wisst, ist Rose nicht so wirklich meins. Wir machen auch hier die Riechprobe. Jetzt ist es aber wieder so unchristlich zubett, dass es keiner aufkriegt. Mein! Muss man da wirklich noch so einen unchristlichen Pepper drauf machen, damit man sich auch ja zum Affen macht? Mann! Irgendwann mal fällt mir das auch auf den Kopf. Jetzt ist das hier auch noch zubett. Oh Mann! Was Kaffee alles ausmacht, gell? Ja, eindeutig Rose. Aber nicht ganz so wild, also. Ich probiere es aus, ich freue mich. So, hier hin. Dann haben wir Relax and Smile. Dentite Kompetenz im Mundhygiene. Jetzt hier, das ist ja ihr Fachgebiet, ja, jetzt drehe ich ja gleich durch. Was gibt's da schön? Und zack. Interdentalbürstchen, klein. Das packen wir jetzt gleich aus, wir machen jetzt gleich den Härtetest, was die Fachkraft dazu sagt. Firma kenne ich nicht. Deckel habe ich jetzt hier drin. Komm raus. Ja, ergonomisch geformt. Sieht man vielleicht gar nicht, dass man hier für den Finger sowas hat. Ein relativ stabiles Bürstchen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Hier eins noch mit Häkchen. Das machen wir mal da drüben hin. Dann haben wir hier noch eine Whitening Zahnpaste. Ist wenigstens offensichtlich kein Fluorid enthalten, was nicht gut ist. Naja. Zahnpasta. Ja, Whitening ist. Ich halte halt da nichts. Doch, hier oben lese ich es gerade mit Fluorid, ganz klein gedruckt. Und dann ist hier noch ein Interprox-Gel. Was auch immer dieses Interprox-Gel sein soll. Ich vermute mal, das wird irgendwas gegen Entzündungen sein. Aber lasst euch gesagt sein, Entzündungen entstehen nur, wo mangelnde Mundhygiene herrscht. Ich werde das gleich hier in diesem Ding durchlesen. Dann habe ich noch Wonderstripes. Eine Anti-Aging-Maske für die Hände. Sehr cool. Ja. Ach Gott, ist das lustig. Schaut euch das mal an hier. Nur für die Falten da oben. Das ist nicht mal ein ganzer Handschuh. Da wurde voll gespart, hey. Zwei wiederverwendbare Masken. Für einen strahlenden Glow. Jetzt sagt mir mal einer, wer strahlende Hände braucht. Naja. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich habe heute bestimmt ungelogen 30, 40 Mal niesen müssen. Ich habe das Video auch starten müssen, weil ich zweimal niesen musste. Aber ich fange jetzt nicht von neuem an. Dann habe ich noch Freier, ein Snacking-Drink für den kleinen Hunger. Oh Gott, nee. Rosenblüte und Weichselkirsche mit Basilikum-Samen. That's the good stuff. Oh Gott. Vegan, glutenfrei, ohne Konservierungsstoffe, bla bla bla. Snack zum Trinken mit Basilikumsamen für zwischendurch, die dich sättigen.
Ihr wisst, ich mache sowas immer gleich. Wisst ihr, wie das aussieht? Kennt ihr das? Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, ob es die Kamera einfängt. Guck mal. Wie froschleich. Als würden da kleine Fröschchen getrunken werden. Ihh, das kann doch nicht denn hier ernst sein. Ich will das nicht trinken. Boah. Das ist Dschungelcamp-Feeling. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie widerlich das ist. So muss Frostleich sich im Mund anfühlen. Diese komischen Samen, die sind von einem Schwabbel umgeben. Die sind durch den Mund gerade geglitscht. Das war so widerlich. Ih! Das kann doch nicht deren Ernst sein, sowas zu verkaufen. Da wird Froschleich getrunken. Boah. Jetzt. Das schmeiße ich weg. Ernsthaft, das trinke ich nicht. Das drehe ich auch niemanden an. Also, das geht wirklich bei Gott nicht. Jetzt, wo ist dieses blöde Booklet? Also sowas wie so, das habe ich schon lange gehabt. Könnt ihr euch noch an die Snackbälle erinnern, die so furchtbar eklig waren? Das hier ist ein neues Super-Ekel. Und ich frage mich tatsächlich, Brigitte Fox. Ich gucke schon wieder oben in die Kamera, aber ich sag's euch. Habt ihr das probiert? Ist es euer Ernst? Was ist los mit euch? Sticht euch der Hafer. Geht gar nicht. Also gut. Die M-Assam-Creme kostet 16,95. Diese Polar-Creme ist eine Probe und da wurde die Originalgröße mit 25 ml 23 Euro kosten. Das Hautbild und Falten gewinnen. Also eine Gesichtscreme. Dann haben wir dieses Ultrasun-Ding würde in Original 25 ml haben, kostet 16,50. Das Lacoste Duschgel liegt bei 12,99. Diese halben Anti-Aging-Handschuhe liegen bei 12,90. Die Goal-Maske bei 5,99 und das Zahnset bei 5 Euro. Und jetzt gucken wir ganz schön. Bla bla bla, Whitening. Also Zahnzwischenraumpflege für entzündete Zahnzwischenräume, wie ich schon gesagt habe. Aber wie gesagt, wenn die Hygiene stimmt, braucht man das nicht. 5 Euro. Die Haarbobbeldinger 3,95. Froschleich kostet 2,42 Euro. Das war's. Also ich werde das Ding jetzt wirklich in ein Glas umfüllen, dass ihr euch das nochmal angucken könnt. Weil sowas... So kann man sich Kunden verkraulen. Das würde ich mir in 100 Läden nie kaufen und würde ich nie jemanden andrehen. Außer ich möchte denjenigen schnell aus meiner Wohnung haben. Dann sage ich, komm, trink doch mal einen Snack. Dann bist du damit richtig. Ich drehe euch das ganz kurz. Hier bin ich nochmal. Ich weiß, ihr wolltet es unbedingt sehen. Froschleich für Arme. Ich nehme euch leicht mit und jetzt guckt euch das mal an. Keine Froschkinder und ich habe die jetzt im Bauch. Oh. Was haben die sich dabei gedacht? Ist das nicht super eklig? Mann, bitte esst uns nicht. Wir wollen kleine Frösche werden und Miss Piggy daten. Nein. Oh Gott, ich muss aufhören, ich drehe durch. Yeah. Aber ihr könnt mir nicht sagen, dass das sich jemand freiwillig reinkippt, außer im Dschungelcamp für viel, viel Geld. Das könnt ihr mir nicht sagen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich werde mal schauen, ob ich nicht hier ein paar kleine Froschkinder züchten kann. Ich bin gespannt. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich gebe das jetzt weg.